Ach komm schon, machen wir es schnell fertig. Mir schon ganz schwindelig, so großen Hunger habe ich. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Hier ist Damakash und ich spiele Monster High in New Ghoul in School. Ich bin gerade dabei, die Cheer-Schritte zu sammeln. Und ja, bin jetzt hier hochgesprungen und drück jetzt mal V, um zu gucken. Hier bin ich doch, glaube ich, ganz richtig. Ha, wunderbar. Und wo ist jetzt der letzte? Ich werde jetzt hier erstmal nicht runterspringen, sondern erstmal schauen, vielleicht. Ah, das muss da hinten drin sein. Gut, dann kann ich hier auch wieder runterspringen und dann gehe ich wieder in die Umkleide. Dann müssen die hier ja irgendwo sein. Ha, alle Cheer-Schritte gefunden. Dann gehe ich mal zu den Cheerleadern zurück und sag ihr das, der Cleo, dass ich die gefunden habe. Wo ist Cleo denn? Da vorne steht sie mit Draculaura und Frankie und da bist du ja. Gut, gut. Ich muss sagen, ich bin schon beeindruckt. Du hast wohl das, was es braucht, um ein Cheerleader zu werden. Okay, Monster. Zeit zusammenzupacken und Feierabend zu machen. Morgen legen wir mit den kosmischen Cheerleader-Schritten los. Ich erwarte euch gut gelaunt und pünktlich zum Training. Aber sicher. Sehr schön. Und jetzt ist noch der Kochclub da. Dann werde ich da doch auch mal hingehen. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Versammlung des Robotnik-Clubs. Ja, das kenne ich ja schon. Aber kann ich hier... Ah ja, das hier. Eilmeldung at Monster High. Neuer Cheerleader Damakash im Team. Gerüchten nach soll sie unglaublich sein. Boom, boom, boom. Neuer Cheerleader. Miau. Du hast Zeit für Schülerrat und Cheerleading, Damakash. Bist du ein Supermonster oder so? Cleo, Supermonster oder nicht, sie kann an so vielen außerschulischen Aktivitäten teilnehmen, wie sie will. Gut gesagt, Cleo. Monster rocken. Alle aufgepasst, bitte. Heißt Damakash als neues Mitglied des Cheerleader-Teams. Herzlich willkommen. Wir hoffen, du hattest ein fantastisches Training, Damakash, und freuen uns darauf, dich im Team zu haben. Genau richtig, Claudine. Es ist ganz klar, dass Damakash eine fantastische Ergänzung sein wird. Ich bin froh, dass du dich für das Team entschieden hast, Damakash. Es wird eine hochspannende Saison. Claudine, Draculaura und Frankie. Sie ist adelig, aber versucht Damakash ein bisschen auf dem Boden zu halten. Das ist ja okay. Alles klar. Oh, noch mehr neue Nachrichten. Das muss ich jetzt erst lesen. Oh Gott, wie viele Nachrichten sind da gekommen? Ach so, nein, ciao. Das ist das, was ich schon gelesen hatte. Glaube ich, ne? Oh. Ja, die sind nur jetzt aufgeploppt erst. Gut, dann kann ich ja weitergehen. Und einen Kochclub finde ich total toll. Hallo! Hallo, du hast ja coole Haare. Du hast auch. Cool. So, hier rein. Hallo. Jetzt schaue ich mal. Also, ich probiere jetzt einfach hier nochmal aus. 2, 7. Ist leider falsch. Ich probiere jetzt hier alle mal aus, die ich habe. Vielleicht passt ja eine. 6, 8, 8. Ist leider auch falsch. 8, 0, 1 ist leider auch falsch. Und da, ich habe noch 3 Stück jetzt, die ich testen werde. Ich habe jetzt noch die 3, 6, 6.
3, 6, 6 und die 2, 5, 8. 2, 5, 8 und die 3, 4, 2. 3, 4, 2. Leider alle falsch. Schade. Dann gehe ich mal weiter. Aber das nehme ich noch mit. So. Kann ich eigentlich irgendwo, vielleicht kann ich das hier auch irgendwo sehen. Karte, Nachrichten. Das ist nichts. Option, das ist nichts. Ziele, trifft den Kopf, geht zum Unterricht. Aha. Nee, ich mache jetzt das hier erstmal. Shopping. Gibt's was? Nee, das ist alles ausverkauft. Genau. Gut. Na gut, dann weiter geht's. Hallo. Da wäre noch ein Schrank. Ah, komm, ich probiere das nochmal aus. Ich möchte so gerne wissen, was dann da drin ist. Sind da Klamotten und so drin? Du kannst mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben, was da normalerweise drin wäre. In den Schränken. Aber da sind bestimmt richtig coole Sachen drin. Sonst würde man die nicht so schwer nur bekommen, denke ich. Also könnte ich mir vorstellen, dass da echt cool, vielleicht besonders coole Schuhe oder ja, irgendwas Tolles halt. Aber leider habe ich nur, man findet nur die Spindnummern und nicht die, also ich finde nicht, zu welchem Spind es passt. Also bis jetzt habe ich jedenfalls nur die Schließfachnummern gefunden. Aber da stand ja nie dabei, zu welchem Schließfach die gehören. Schade. Na gut, hätte ja klappen können. Knappe. Dann halt nicht. Oh, wo bin ich hier denn? Ach, das sind die Toiletten. Guck mal. Ist ja cool. Kann ich da rein? Nee. Gibt's hier was Cooles noch? Nein. Aber Toiletten immerhin. Na gut, hier bin ich dann wohl falsch. Hier ist der Kochclub. Hauswirtschaftsunterricht. Ja, dann schaue ich mich jetzt hier erstmal um, bevor ich hier mit jemandem rede, würde ich sagen. Ich schaue jetzt erstmal, was es hier so gibt. Da liegen zum Beispiel noch Münzen rum. Die kann man ja mitnehmen. Was ist das denn? Ein Geburtstagskuchentag. Oh, guck mal, da backen die eine Geburtstagstorte, die aussieht wie ein Totenschädel. Und dann, da braucht man Eier und Milch und Mehl und das vorletzte kann ich nicht lesen, das letzte auch nicht. Das Equipment. Nächste Woche gibt es Spinnenbrownies, Fledermaus, Sherbet, weiß ich nicht, was das ist. Und Werewolf, irgendwas mit Werewolf. Stu, das ist wahrscheinlich, ja, ein Stu halt, ne? Wie so ein geschnetzeltes. Da ist die Ernährungspyramide. Ah, da ist noch ein Schließfach-Kombi. Ich kann auch nicht hier irgendwie scrollen oder so. Also, dass man sehen könnte, ne? Zu welchem Schließfach das gehört, leider. Aber ich schreibe mir das natürlich trotzdem mal auf. Das ist die 039. Jetzt habe ich mittlerweile ja doch schon einige gefunden, ne? Jetzt muss man nur noch herausfinden, zu welchem Schließfach die gehören. Boah, da kann man cool aus dem Fenster gucken. So. Und gibt's hier... Oh, da ist noch eine Spinne. Cool. So, jetzt davon habe ich schon 9 von 30. Hallo. Gefallen dir meine Flügel? Ich glaube, ich bin das einzige Mottenmonster an der Schule. Deshalb machen sie mich wohl einzigartig. Also, ich finde die auf alle Fälle ziemlich cool. Auch die Hörner da. Sieht echt ganz cool aus. Hallo. Eines Tages werde ich eine berühmte Schauspielerin sein. Na, viel Erfolg. Und wer bist du? Hallo, Invisi. Mindestens 42,7% aller Statistiken sind frei erfunden. Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein.
Und dann kann ich hier jetzt mit ihm hier reden. Ach komm schon, machen wir es schnell fertig. Mir ist schon ganz schwindelig, so großen Hunger habe ich. Oh, das heutige Mittagessen wird Ihnen schmecken. Was gibt's, Düs? Nichts. Eine kleine Fledermaus sagte mir, dass das gestrige Mittagessen einige Besuche bei der Schulkrankenschwester verursachte. Oh, das ist aber nicht gut, ne? Was? Aber wir haben Schreinudeln und Käse gekocht. Ohne auch nur eine Prise Salz? Du's? Schon gut, es ist nichts, ich brauche frische Luft. Irgendwas scheint schrecklich falsch zu laufen. Ich gehe ihm nach. Elisabeth, du musst noch kochen. Deine Entdeckungstour musst du verschieben. Damakash, kannst du nach Deus sehen? Oder Deus, ne? Er scheint fest eingewickelt zu sein. Oh, normalerweise bin ich bei diesen Dingen vollkommen cool. Aber es ist so frustrierend zu sehen, was das Schreckliches im Monsterschülercafé serviert wird. Und das Schlimmste ist, dass die Körper der Schüler nicht wissen, wie schlecht es wirklich ist. Na, dann sag denen das doch. Ich kann nicht. Dann wissen es alle. Ach, schon gut. Warte, ich weiß, was wir tun müssen. Aber ich brauche deine Hilfe. Du musst für mich Gruselkarotten finden. Die wachsen in der Nähe des Friedhofs. Bring sie morgen mit in den Kochclub. Sammel Karotten, Gruselkarotten. Gut, auf in der Nähe des Friedhofs. Oh. Oh nein, jetzt ist mir einer davon gehuscht, weil ich zur Seite gelaufen bin. Ah, aber der kommt ja hier nicht weit in der Toilette. So, sehr schön. Gruselkarotten in der Nähe des Friedhofs. Ja, die kann ich sammeln gehen. Das ist gar kein großes Problem. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier mal noch auf den Weg. Und ich bedanke mich jetzt bei dir dafür, dass du mich durch diese Folge begleitet hast. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder mit von der Partie bist. Wenn du mitkriegen möchtest, wann die nächste Folge stattfindet, dann kannst du mich ganz, ganz kostenlos abonnieren. Dazu musst du einfach unten auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und dann wird dir angezeigt, wenn das nächste Video von mir rauskommt. Jetzt danke ich dir sehr fürs Dabeisein und würde sagen, wir hören oder sehen oder lesen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. On my own.